Jetzt gerne weitermachen mit einem Stück, was mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt, weil es nämlich eine Eigenkomposition ist. Dieses Stück hat als kompositorisches Grundelement eine Sechstonenbewegung, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Stück zieht. Das bekommt so eine fließende Bewegung durch diese Sechstonen. Und das Ganze ist am Anfang einstimmig, zweistimmig, dreistimmig, wird nachher fünfstimmig und ist wieder unheimlich kompliziert natürlich. Ich habe aber lange überlegt, wie nenne ich dieses Stück? Aber durch diese fließende Bewegung bin ich dann sehr schnell auf den Ausspruch eines Philosophen gekommen, Heraklit von Ephesus, und er hat gesagt, alles fließt, alles ist in Bewegung, man kann nicht in denselben Fluss zweimal steigen, weil er sich ja fortbewegt. Und das Ganze heißt dann auf Altgriechisch, Panterei heißt es hier in Barmbek, aber sonst Panterei. Ja. Ich glaube, hier war das auch. Irgendwann, als ich das gespielt habe, mal hier, ich glaube vor 2 Jahren, da sagte ich, ist was von Heraklit. Sagte einer, wer? Hera Lind? Warst du das auch? Nein. Okay. Also, Panterei.